Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Lost Crown. So, jetzt werden wir nochmal durchschauen. Und das Rätsel müssen wir auch noch lösen. Und zwar, hier kommen wir in die Mine rein. Und das kann man hier nicht verändern. Deswegen werden wir hier mal rückwirkend anfangen. Mal schauen, was es da noch für ein Bild gibt. Okay, hier sind wir in 6. angekommen. Das ist unser Treffen mit Nanny. Das war, glaube ich, in dieser Schmugglerhütte da. Glaube ich zumindest. Das war, glaube ich, bei diesem Haus, Egerhaus, oder? Die Kirche von Nordfield. Das war im Museum, oder? Okay, das ist am Strand, wo wir mit dem Professor geredet haben. Das ist beim Jahrmarkt. Ah, okay. Dann machen wir mal den Jahrmarkt hier hin. So, gehen wir mal eins weiter. Wo ist denn der Jahrmarkt? Genau, das ist der Jahrmarkt. Jetzt müssen wir das, glaube ich, im Museum machen, oder? Das war davor, dann davor war das eigentlich. Ich glaube, das Museum war das. Ganz am Anfang waren wir bei der Kirche von Nordfield. Das müsste das hier, glaube ich, sein. Gehen wir mal eins weiter. Und bevor wir in der Kirche waren, haben wir dieses Egerhaus besucht, wo wir da diese Rezepte gekocht haben und die Blumen gefunden haben. Das war, glaube ich, das hier. Genau. Gehen wir eins weiter. Dafür haben wir diese Schmugglerhöhle besucht eigentlich, soweit ich mich noch daran erinnern kann. Ich hoffe, das stimmt. Und das müsste eigentlich das erste Treffen mit Nanny sein. Was kommt denn da noch? Erstes Treffen mit Nanny? Hier ist doch der Eingang dann. Hallo, da fehlt irgendwas. Ah, ich glaube, wir haben irgendwas vergessen hier. Gehen wir hier drüben nochmal nachschauen. Scheint doch nicht so richtig zu sein, wie ich mir das gedacht habe. Okay. Hier müsste der Jahrmarkt sein. Genau, das stimmt. Dann mit dem Professor an dem Strand, glaube ich. Ah, nee, hier ist ein Fehler noch. Das haben wir, glaube ich, vergessen. Hier kommt der Professor am Strand. Das nächste Bild müsste Museum sein. Ah, stimmt da gar nichts mehr. Bin total durcheinander. Also, hier sind wir in die Höhle reingekommen. Muss da leider nochmal schauen. Hier muss jetzt der Jahrmarkt sein. Genau. Hier müsste das mit dem Professor am Strand sein. Genau. Das müsste im Museum sein jetzt, bei den Monitoren. Da müssen wir das nochmal... So müsste das sein. So, das müsste jetzt die Kirche von Nordfield sein. Auch nicht. Jetzt ist mal eins daneben irgendwie auszusehen. Schmugglerhütte. Das Egerhaus, genau. Mal eins weiter. Wir brauchen es bloß eins weiter drehen, glaube ich. Genau, die Schmugglerhütte. Und hier das erste Treffen mit Nanny. Da müsste das eigentlich stimmen, hoffentlich. Oh oh. So, passiert was? Wow. Ich glaube, das Rätsel haben wir schon mal gelöst. So, was ist das? Sieht aus, als wenn wir diese... Okay, wir müssen diese Steinscheiben da reinmachen. Ne? Eins. Zack. Zack.
Hallo, wo ist die andere? Ah, hier ist noch eine. So. So, mal schauen, wie das Rätsel jetzt funktioniert. Was kann man hier machen? Ah, hier kommen immer zwei. Kann man immer zwei Dinger drehen da? Und die auch? Ach du Scheiße. Kann man das irgendwie nochmal zurück machen? Brr, was passiert denn da? Sind die gleich? Die gucken sich an. Aber die nicht, hä? Eieiei. Oh oh. Das war wieder in die Ausgangsstellung. Wie sollen wir denn das wieder schaffen dann? Einmal, zweimal, dreimal. Jetzt passiert was passiert. Und wir haben Glück gehabt. Mal kann man nur probieren. Okay, was jetzt? Hallo? Ein schwarzes Loch. Wohnt da jemand? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Okay, das scheint ein Fahrstuhl zu sein. Sie können alles ändern. Die Zeit wird es zeigen. Der bleiche Mond, die fahle goldene Göttin ist unter uns. Nicht alles ist, wie es scheint. Weit unter der Erde. Wo kann man denn hier lang gehen? Gehen wir hier mal weiter. Und man hört schon wieder diese Töne da, diese drei, wo wir das letzte Rätsel in der letzten Folge gelöst haben. Oh, was ist das? Gewitter hier in der Höhle? Da spielt jemand mit Elektrizität. Hallo? Wer soll denn das bezahlen? Oh. Was zur Hölle ist das? Gehen wir mal näher ran. Ist das ein Sarg? Kann man ihn mal öffnen? Geht das? Hallo, hier ist ja gar nichts drin. Taschenlampe wäre gut. Oh, die Krone. Kann man das stibitzen, wenn man da... Oh, Mist, man muss... Stibitz mir mal, wenn das Licht... Jetzt habe ich gedrückt. Jawohl, wir haben sie geklaut. Wow. Ist er jetzt böse? Glaube ich wieder in der Mine. Haben wir denn die Krone? Ah, die Krone haben wir. Kann man gar nicht anschauen.
ein Flüstern um die Krone herum. Wir haben die Krone. Cool. Dann denke ich mal, ist ja das Spiel irgendwann bald mal vorbei. So, denke ich mal, da können wir wieder ins Cottage gehen. Das irgendwie verstecken. Oh oh. Wie ging es hier raus, daraus? Genau. Vierte Nacht. Ein Geheimnis teilen. Sie ist mein, die Krone ist mein. Ich habe Ganwolf im tiefen dunklen Herzen seines Reiches gefunden. Ein uralter Krieger in ewigem Schlaf. Was für ein machtvoller Anblick. Elektrische Stürme tosen um ihn herum. Ihr Sinn und Zweck nicht erkennbar. Welche Energien kontrollierte Ganwolf und wieso kann ich die dunklen Hüter der Krone in meinen Rücken spüren? Wollen Sie mir etwas antun? So, was müssen wir jetzt machen? Nach Sechsen zurückkehren, die Krone verstecken. Mit Lucy treffen, ihr von meinem Fund erzählen. Hardcore aus dem Met gehen, er weiß sicher, dass ich den Schatz habe. Abreise planen, meine Arbeit ist hier getan. Also sind wir schon so gut wie fertig. Wir müssen jetzt bloß erstmal in das Cottage gehen und diese Krone verstecken. Wo denn da? Ah, im Schlafzimmer ist eine Truhe. Da haben wir, glaube ich, den Schlüssel dafür. Weiß nicht, ob wir die da reinlegen können. Müssen wir mal probieren. Oh, was ist das? Wieder Schatten. Wie kommen wir denn hier raus? Da. Müssen wir nach unten? Ich glaube, hier unten kam man da auch raus, oder? Aus dem Wald? Bin mir gar nicht sicher. Genau. Schon mitten in der Nacht hier. So, da kam man, glaube ich, zurück in die Stadt, oder? Augen. Augen, die beobachten. Mal, dürfen wir nicht lang gehen, oder was? Hallo, wie kommen wir denn da aus der Stadt, aus dem Wald raus? Ich habe das Gefühl, verfolgt zu werden. Oder heimgesucht. Der will nirgendwo hin, also müssen wir wieder hier hoch. Jetzt kommen wir nicht aus dem Wald raus. Okay, dann gehen wir hier mal nach links hoch. Dann sind wir schon wieder hier. Hallo? Okay. Dann gehen wir da mal nach rechts. Genau an den Monolithen vorbei. Und weiter. Ich hoffe, dass wir jetzt hier aus dem Wald wieder rauskommen. Genau. So, jetzt schnell wieder nach Sechsten zurück. Oh oh. Ich will habe auch das Gefühl, verfolgt zu werden. Oder heimgesucht. Der will dort auch nicht lang gehen. Hallo? Wie kommen wir denn da nach Hause? Kann man nicht. Ah, hier unten kann man noch weitergehen. Ah, hier geht's ja lang. Okay. Ich habe nichts gesagt. Hallo? Genau, schnell wieder über die Bahngleise zurück. Hallo? So, hier ist wenigstens ein bisschen Licht. Hallo? So, gehen wir mal schnell weiter. Na, da müssen wir auch bald unsere Abreise planen, also haben wir das Spiel bald geschafft. Mal schauen, ob nicht klaut uns keiner die Krone. Der andere Professor ist ja auch hinter ihr her. So, dann werden wir uns mal wieder durch die Höhle quetschen. Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich muss etwas verbergen und an einen bestimmten Ort gehen. Genau. Das ist ja eigentlich unser Cottage. Na, zumindest war der Jahrmarkt schon mal fertig. Oh, hier ist Party. Party? Party in der Haus. Aber vorerst gehen wir mal schnell diese Krone verstecken. Machen wir das mal. Oh, es blinkert wieder. Hihi. Geister sind noch da. So, werden wir mal den Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Schlüssel? Hier. Hallo?
So, das haben wir immer so gemacht. Wir werden mal das Telefon wieder abheben. Mal schauen, ob es irgendwas Neues gibt. Ich glaube, das haben wir schon mal gehört. Okay. So, werden wir mal schnell die Kohle in Sicherheit bringen hier oben. Oh, oh. Hallo? Ah, jetzt. Vielleicht können wir die hier in den Schrank legen, ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Machen wir das hier mal auf. Nein, ich brauche einen sichereren Ort. Ah, okay. Das kann ja dann in dem Fall nur diese Truhe da sein, oder? Legen wir erstmal alle Beweise zurück. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Das ist aber nett. So, werden wir mal diese Truhe aufmachen. Ich hoffe, wir haben den Schlüssel noch. Das war dieser hier. So, dann werden wir mal die Krone da hineinlegen. Ich hoffe, das geht. Da, das sollte sicher sein. Fürs Erste. Okay. Halt, zumachen. Okay. So, dann können wir uns ja mal unten nochmal umschlafen. Oder kann man jetzt hier schlafen? Nein, wir dürfen nicht schlafen. Warum nicht? Achso, wir sollen uns ja mit... Hallo? Hallo, da geht die Tür auf. Geh zurück. Ist die Krone noch da? Nochmal aufschließen. Wo ist der Schlüssel? Na, sie ist noch da. Okay, wollte gerade sagen. Das wird schon weg, wäre. Okay. So, das haben wir alles, schlafen dürfen wir noch nicht. Also können wir uns ja mal umsehen. Gehen wir mal ins Badezimmer. Oder in die Küche. Ist das, das war Badezimmer? Wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Mache ich mal Licht an. Wow. Erschrickt man jedes Mal hier. Hallo? Licht machen? Gut. Schauen wir uns mal wieder wie immer in die Badewanne um. Oder hinein. Sieht man nichts. Können wir mal mit der Videokamera mal draufhalten. Ah, ist wieder das UFO zu sehen. Die weiße Kugel. Da ist etwas. Vielleicht hilft ein anderer Apparat. Okay. Machen wir nochmal ein Foto. Ah, da sitzt jemand drin. Das ist ja eine Frau. Hat Brüste, hallo. Aber kurze Haare oder eine Glatze. Okay. Wer badet da in unserer Wanne? Hallo? Sagt sie was? Da ist definitiv etwas. Ich sollte mir die Aufnahme anhören. Okay, werden wir das mal machen. Seltsame EVP aus der Badewanne, Harbor Cottage. Okay, war es das? Jetzt war es das. Okay. So, Foto haben wir gemacht. Denke ich mal, das war es, oder? Kann man vielleicht hier hinten nochmal in dem... Kann man da ein Foto machen? Da sagt er bestimmt, wir haben schon eins, oder? Wenn wir uns hier nochmal ein Foto machen, dürfen wir bestimmt nicht. Davon habe ich bereits ein Foto. Genau, davon hat er schon eins. Schade, schade. Okay, dann werden wir mal schnell die Beweise
gehen wir in die Küche noch schnell schauen. Aber eigentlich ist ja nicht so viel Aktivität in der Küche hier. Genau. Oder? Hallo? Ach nein, da kann man das Schubfach wieder aufmachen. Okay, das brauchen wir nicht. So. Hier hinten im Keller brauchen wir nicht nochmal runtergehen eigentlich. Ach komm, probieren wir mal. Ich hoffe, dass wir jetzt schlafen können. Aber zumindest schaffen wir nochmal schnell die Beweise nach oben. Oder das Geistfoto vielmehr. Hallo? So, da legen wir das Beweis mal hier ab. Eigentlich müssten wir nochmal in das Gasthaus. Ich habe jeden neuen Beweis zur Sammlung hinzugefügt. Genau. Kann ich jetzt schlafen? Können wir noch nicht schlafen, also müssen wir nochmal in Sibir. Oder ins Gasthaus vielmehr. Würde ich sagen, dann gehen wir mal. Ist ja nicht so weit. Na komm. Hallo? So, das ist ja gleich um die Ecke. Immer noch Big Party da drin. Vielleicht ein, zwei Leute. Wir gehen mal nachschauen. Hallo, hier ist ja gar keiner mehr. Man hört zwar hier extrem viele Leute, aber kein Mensch da hier. Hallo? Oh, oh. Randalierer. Halunken. Big Party immer auf Toilette. In diesem Jahr war es besonders schwer. Aber ich freue mich, verkünden zu dürfen, dass der diesjährige Sextenknipser... Hallo? Nigel Danvers ist. Na, das sind ja wir. Junge. Errungenschaft freigeschaltet. Paparazzi. Was hat Sie bewogen, Reese? Das ist eine große Ehre. Sie haben mich bewogen, Junge. Das sind tolle Bilder. Jetzt holen Sie sich einen Drink und feiern Sie mit mir. Vielleicht später. Ich muss noch was erledigen. Das Rubens-Mädchen gefällt Ihnen wie? Es ist nicht, was Sie denken. Ich denke überhaupt nichts. Holen Sie sich Ihren Drink. Fast hätte ich die Ankündigung verpasst. Wie ich höre, darf man gratulieren. Ich habe großartige Neuigkeiten. Warten Sie einen Moment. Was kann ich Ihnen bringen? Okay, was wollen wir denn dann trinken? Ein halbes Pint, wenn dann nur ein ganzes. Das beste Bier des Hauses klingt immer gut. Das beste Bier des Hauses. Ich denke, das können wir besser. Wie wär's mit einer Flasche Wein aus Sexton? Wir feiern. Klingt gut. Sie werden nicht glauben, was ich gefunden habe. Ich habe sie gefunden. Die verlorene Krone. Aber... Die Krone? Die sächsische Krone? Eben die. Sie ist wunderbar. Und seltsam. Und... Wo haben Sie sie gefunden? In Northfield. Im Wald, oberhalb der Kirche. Aber hören Sie. Die Gegend kenne ich nicht. Überhaupt nicht. Ein wahres Labyrinth. Tunnel, Durchgänge und... Eine Präsenz. Wo ist die Krone jetzt? Im Cottage. Sie ist sicher. Kann ich sie sehen? Bald. Ich habe auch etwas. Einen eigenen Geisterjägerapparat. Wirklich? Was ist es? Sehen Sie mal. Eine Kristallkugel? Moment. Ist das nicht... Ja. Ist sie... Ich habe sie mir geborgt. Sie haben sie gestohlen. Sie haben die Krone gestohlen. Das ist was anderes. Wie das? Etwas ist damit... Schwer zu sagen. Trinken wir aus und verschwinden hier. Ja. Ja, es ist nur, seit ich das verdammte Ding gefunden habe... Was? Was ist los? ...habe ich mich nie allein gefühlt. Als ob mich jemand verfolgt hätte. Jemand? Oder sprechen Sie über Ihre eigene Schuld? Oh, gehen wir doch einfach. Ich möchte sie Ihnen zeigen. Warten Sie hier. Ich hole die Krone. Haben Sie Angst, ich sehe Ihr Versteck? Kaum. Warten Sie einfach hier. Nigel, sind Sie okay? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass etwas nicht stimmt. Etwas, das ich wissen sollte. Schnell zurück. Dieser Ort macht mir Angst. Okay. Oh, was hier passiert? Auch du Scheiße. Was ist hiermit geschehen?
unsere ganzen Beweise, die Krone ist weg. Aber ich denke mal, wir werden das erst in der nächsten Folge herausfinden. Bis dahin, ciao, tschüss.